Hi und herzlich willkommen beim Kaltra. Mein Name ist Roger und heute habe ich wieder mal was Spezielleres auf dem Tisch, und zwar einen Thule Bardin 15 Jahre in dieser doch sehr mächtigen Box. Cool, wie man die aufmacht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also, nicht so speziell. Zuerst die eine Seite, dann die andere. So ineinander verschachtelt. Thule Bardin 15 Jahre. So sieht man schön, wie es glänzt und spiegelt. Die Distillerie ist hier auf der Seite noch abgebildet. Hinten drauf ist noch Text. Wie ihr seht, habe ich davon schon einiges gehabt. Und jetzt verkoste ich ihn noch vor der Kamera. Mal schauen, was ich heute so kriege. Er hat 43 Volumenprozent. Ist er gefärbt? Steht jetzt gar nichts drauf. Ich nehme es jetzt mal nicht an, aber habe ich mich jetzt gar nicht darum gekümmert. Die Box stelle ich mal auf die Seite. Die Flasche sieht so aus. Klassisch Flaschendesign, nichts Spezielles. Zum Whisky selbst habe ich sofort eine Bourbonfass gelagerte Nase, so frische Orange, Mandarine, so in diese Richtung, vielleicht noch ein wenig aprikosig. So die Zitrusaromen überwiegen sehr, ja. Leicht frische Minze noch, so wenn man zu fest einatmet. Dann so eine Spur von schwarzem Tee kriege ich jetzt auch noch. Ich probiere mal. Auch hier wieder diese Tee-Momente, Schwarztee, die leicht bitteren Sachen gepaart mit dieser vanilligen Note, so eichig, würzig, Kaffeearomen kommen dann noch hoch, so zum Abgang, leicht trocken werdend. Jetzt habe ich die Teearomen noch mehr in der Nase, mit dieser orangen, mandarinen, zitruslastigen Note, ein wenig Vanille, nicht besonders süß, eher auf der fruchtigen Seite. Immer noch sehr würzig, erstaunlich würzig, hatte ich jetzt gar nicht so im Gedächtnis, gepaart mit dieser teigen Note, Schwarztee, Aprikose vielleicht, aber doch eher so in die Orange. Ja. Das war es dann auch schon. Also ist nicht so komplex, wie ich eigentlich
den in Erinnerung hatte oder habe. Aber dennoch ein Whisky, den man gut trinken kann. Nicht der Oberkomplexe, aber ich muss sagen, der Abgang ist nicht schlecht. Also ich merke jetzt immer noch, habe immer noch diese leicht würzigen Aromen im Geschmack. Und die Trockenheit, die zurückbleibt, ist auch noch da. Ja, also kann man sicher kaufen, da macht man nichts falsch. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Einsteiger geeignet, da er doch sehr auf der würzigen und teigen Seite ist, auf jeden Fall jetzt in diesem Fühlzustand der Flasche. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht genau erinnern, wie der vorher war, ob der da noch fruchtiger war als jetzt. Aber dennoch eine tolle Flasche, die man sich mal zulegen kann, sollte man mal probiert haben. Und wie seht ihr das? Habt ihr den auch schon gehabt? Wie fandet ihr den? Fandet ihr den gut oder schlecht? Oder habt ihr ganz andere Noten als ich? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim nächsten Mal. Ciao.